Moin, ich bin hier ein Viertel von Jupiter Jones, heiße Bex und spiele Bass. Und mein Kollege zu meiner Rechten. Der Kollege Sascha spielt Gitarre. Und wir sitzen hier im Yeah 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 Studio, unserer Studiogemeinschaft hier in Hamburg. Haben quasi jetzt hier die letzten, weiß ich gar nicht, 6, 7 Wochen verbracht, um alles außer Schlagzeug für unsere neue Platte halt auch in unserem eigenen Studio aufzunehmen. Schlagzeug haben wir in Bremen im Studio Nord aufgenommen. Das ist ein wirklich richtig geiles Vintage-Studio. Vielleicht vorab, es dreht sich bei unserer neuen Platte sehr viel auch um Vintage-Equipment, Vintage-Sound. Und das Studio war eigentlich nahezu perfekt für das, was wir wollten. Wir wollten auch die Möglichkeit haben, ein sehr räumliches, krachiges Schlagzeug zu haben. Mit sehr viel Kompression aufgenommen, räumlicher Kompression aufgenommen. Und das ist ein alter Tanzsaal, glaube ich, aus den 50er oder 60ern. Das ist quasi von dem Heintje-Produzenten. Und so sieht das Equipment auch noch aus. So sieht dieses Haus von innen aus. Und dieser Wahnsinnige hat Equipment gesammelt aus den 50er, 60ern. Das kann man heute mit Geld nicht mehr zahlen. Und das ist einfach, das sieht schon genauso aus, wie es klingen sollte für unsere Platte. Genau, und da haben wir eine Woche lang Schlagzeug aufgenommen. Und dann sind wir hier nach Hamburg umgezogen und haben dann hier quasi alles aufgebaut und unser Studio quasi so fit gemacht, dass man halt hier dann auch den Rest produzieren kann. Hier in dem Raum wurde Gesang aufgenommen, da drüben, den Raum, den wir gleich noch besichtigen werden, ist alles andere entstanden. Ist quasi hier in dem Raum größtenteils genau. Bei offenem Fenster, obwohl da draußen ein Gebrauchtwarenhändler ist, der alle 2 Minuten auf die Hupe drückt und da hinten Möwen kreischen, wurde das Fenster beim Gesang ständig offen gelassen, was man auf der Platte auch das ein oder andere Mal hört. Da geht es halt auch bei unserem Album drum, sehr viele Regeln, die wir vielleicht in den letzten Jahren gelernt haben und von denen wir gedacht haben, dass genau das ist, was cool für uns ist, genau das alles komplett über den Haufen zu werfen und einmal alles neu zu machen. Hier unser Studio, unser eingerichtetes Studio, ist halt auch, hat auch sehr viel mit Vintage-Equipment zu tun. Es gibt einen MCI-Pool aus den 70ern, auf dem jetzt auch gemischt wird. Und normalerweise gibt das ja eine Band auch an irgendeinen Mischer, der, was weiß ich, vielleicht in Schweden sitzt oder wo auch immer und irgendwie ein top akustisch eingerichtetes Studio hat und so. Und das interessiert uns auch alles überhaupt nicht. Wir haben mit Olaf abgesprochen, unserem Produzenten Olaf Opal, dass dieses Album, so wie wir es aufgenommen haben, halt schon so in sich schlüssig und klingt, dass man nicht noch jemand extern jetzt noch einbinden muss und dem erklären muss, wie die Platte zu klingen hat und der dann in seinem Studio im Zweifel das alles wieder so kaputt dreht, sondern eigentlich wissen wir genau, wie es klingen soll und das ist auch hier auf dieser Konsole, in diesem Raum, mit den Möglichkeiten, die wir haben, gemischt werden soll. Auch wenn das bedeutet, dass es vielleicht technische Probleme gibt, dass es soundmäßige Probleme gibt. Was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass wir uns vorher das Motto vorgenommen hatten, mutig zu bleiben bei dem Album, weil sich halt schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass es ein anderer Sound vielleicht wird. Und wir auch zum ersten Mal irgendwie mit dieser Herangehensweise da so gearbeitet haben, aber ich glaube, dieses mutig bleiben haben wir ziemlich konsequent umgesetzt und sind vielleicht im Laufe des Aufnahmeprozesses sogar noch ein bisschen mutiger geworden, als wir das uns vorher zugetraut hätten. Das ist auch vielleicht auch unter anderem einer der Gründe, warum wir dann auch den Produzenten gewechselt haben. Also nicht, weil wir irgendwie das doof finden, was wir früher gemacht haben oder dass wir mit Wolfgang Stach nicht mehr klarkommen oder so oder dass das Mavic-Studio nicht mehr zu uns gepasst hat. Es war einfach der Moment, wo wir gesagt haben, dass wir wirklich jeden Stein nochmal umdrehen, um zu gucken, was passiert. Und da war halt einfach Olaf, wir haben viele Gespräche mit anderen Produzenten auch geführt und Olaf steht halt auch größtenteils für einen sehr verrückten Sound, für einen verrückten Typen und der hat dann auch genau die richtigen Dinge gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, die Platte soll nicht gut klingen. Da denkt man sich so, ja, was meint er denn jetzt, wenn er sagt, die Platte soll nicht gut klingen? Natürlich soll die irgendwie gut klingen. Dann fragt er dich, ja, was ist denn für dich gut? Ja. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass wir unglaublich viel über Bord geworfen haben. Es dreht sich eigentlich um Bass, Schlagzeug, Gitarre. So, fertig. Es gibt keine Streicher, es gibt keine Synthies, so gut wie keine Synthies mehr. So ganz, ganz, bei 2 Songs gibt es so ganz kleine Synthie-Geschichten, ansonsten gibt es auch keine Synthies. Gitarren sind nicht bis ins Unermessliche gedoppelt und Overdubs und so. Es gibt meist eine Gitarre. Es gibt ein sehr
cooles, vintage-mäßiges, krachiges, räumliches Schlagzeug. Wir haben sehr viel mehr Wert auf Bass-Sounds gelegt. Halt einfach nicht irgendwie mal in der Mittagspause ein Bass reamped, sondern halt wirklich sich mit dem Sound des Basses beschäftigt. Ja, und halt einfach geschaut, dass die wenigen Signale, die wir haben, einfach den bestmöglichen Sound haben. Hm. Weil wenn man sehr wenige Signale hat, dann kann man nichts verstecken. Sondern die präsentieren sich halt alle gnadenlos und die müssen halt einfach dann geil sein. So, und das war so ein bisschen die Maxime.